Ich muss auch ein bisschen aufpassen, dass hier mir nicht meine Farben wegfliegen. Aber ich habe gedacht, mir ist heute danach, ich möchte wieder, ne? Wir wollen mal gucken, ein bisschen hoch machen. So. Wir packen die restlichen Farben von Glamshop aus. Die sind hier immer noch. Ich habe noch zwei Lagen, ob man es glaubt oder nicht. Der hier war... Was war denn mit dir hier? Du warst... Ach ja, dich hatte ich doppelt, genau. Deswegen bist du einzeln. Uninteressant. Den habt ihr schon letztes Mal gesehen. So, dann machen wir mal weiter. So, interessant sind ja hier eher die hier, ne? Quietsch, quietsch. Also es ist immer noch die Bestellung, wie man sieht, ich bin da wirklich ausgerastet. Aber nochmal, es waren in der Sale-Abteilung und in der, wenn wir weg sind, kommen wir nie wieder Abteilung. Und sie waren alle, meine ich, unter 3 Euro. Was haben wir denn hier? Zum Beispiel eine etwas übergewichtige Kamera, jetzt besser. Da hätten wir Patina. Ich bin jetzt irritiert. Moment. Nein, ich habe sie tatsächlich noch nicht, aber ich habe eher das Problem gerade, dass mir meine Arme, dass hier Sturmböen sind. Scheiße. Naja, also. Hilfe. Moment. Wir müssen hier ein ganz kleines bisschen. So. Ja. Sowas. Ja. Das sollte jetzt funktionieren, hoffe ich. Vielleicht mache ich es mal andersrum, nämlich so. Der Junge ist nämlich deutlich schwerer. So, jetzt weiter. Also, wir haben hier Patina, nennt sich das gute Stück. Und wie man sieht, habe ich schon ein Problem, weil da, wo ich es eigentlich einräumen möchte, ist eigentlich schon voll. Da muss ich wohl hier mal ausweichen und ich muss sowieso irgendwann... Irgendwann kommt dann noch das dritte Video. Dann sortiere ich sie nämlich alle wieder um. Naja, egal. Nach von wegen Schimmer oder Glitzer. Hier einmal im Sonnenlicht. Schieb mal ein bisschen so, damit ihr einmal Schatten. Hört ihr den Wind? So, im Moment ist es also schattig. Jetzt kommt gerade wieder die Sonne raus. Und das ist Patina. Tschüss! Sehr schön. Was ist denn heute mit dem Licht los? Sonst habe ich eigentlich hier immer Licht. Naja. Oh. Wie ihr seht, eine wunderschöne Farbe und sie erinnert mich tatsächlich an Plan B. Mal gucken, Plan B ist hier. Die setze ich mal daneben. Ah, ist ein bisschen heller. Aber ich finde vom schon sehr ähnlich. Hübsch. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Gefällt mir ausnehmend gut. Ich hatte ja befürchtet, es ist zu braun. Aber Patina ist eine schöne Farbe. Dann haben wir hier etwas, das sich Rossica Sanduf nennt. Und das ist ein Ultra Pur. Das steht diesmal zumindest drauf. Und es ist was Orangenes.
Es ist wieder butterweich. Und warum ich irgendwie hier die ganze Zeit immer Schatten habe, weiß ich nicht. Butterweich. Und ja, für euch sieht es wunderschön aus. Es ist wirklich interessant, wenn man von weiter weg guckt. Es glitzert halt silbern, aber wenn man näher kommt, dann ist es Orange. Doch, auch eine sehr schöne Farbe. Ach ja, ich muss... Da. Und es ist nicht Gold, sondern silberbläulich Eis. Das mag ich halt an den Farben. Die sind halt nicht wie die meisten. Obwohl jetzt, wenn ich gerade gucke, jetzt sehen sie golden aus. Also man kann sich, glaube ich, in jegliche Richtung schön reden. Dann habe ich Sassafire. Oder Sassafire? Keine Ahnung, steht nur Eyeshadow. Es ist ein Blau. Ich muss unbedingt hier diese Püffel. Da. Also es ist ein bisschen härter gepresst als die anderen. Ich muss ja wirklich aufpassen, ne, damit mir hier nichts wegfliegt. Glaubt ihr gar nicht. Das ist wie, als würde ich im Stürmchen sitzen. Und dann gucken wir mal. Der ist sehr... Ja gut, der ist mir... Der ist jetzt nicht so meins. Muss ich ehrlich gestehen. Das ist ein sehr, sehr... wie nennt sich das? Durchsichtiges Blau. Mit silbernen Glitzer drüber. Ja gut, den sortiere ich aus. Der ist, kommt, der darf weiter wandern. Ups, und das war mein Zeva. Hallo Zeva, ich will dich wieder haben. Muss ich aufpassen, ich bin ja verdingenst. Ja, das ist der erste, wo ich sage, so, ja, nee, nicht unbedingt. Gut, man merkt, ich bestehe auf Vollfarbe, sagte sie und guckte, genau, den brauche ich gar nicht rauspacken. Ich liebe Dusty Purple, kann ich euch zeigen, das ist nicht hier. Das müsste Dusty Purple sein. Ihr seht es nicht, ich weiß, aber das ist für mich die perfekte Transition-Farbe, wie sich das immer so schön schimpft, ne? Ich liebe diese Farbe. Das ist so ein gräuliches Lila. Geil. Geil, Umut. Das erstmal sortieren, das wird lustig. Naja. Was haben wir dann noch? Dann hätten wir hier noch... Habe ich schon erwähnt, dass ich Angst habe, dass mir hier alles wegweht? Das ist auch ein doppelter. Genau. Den brauche ich auch nicht auspacken. Das ist Lemon Mist. Den habe ich mir quasi als Backup gekauft. Ja. Ein bisschen durchgeknallt sein darf man. Und das müsste der hier sein. Gucken. Ja. Das ist Lemon Mist. Und Lemon Mist ist butterweich. Man sollte mal wieder ein bisschen besser aufpassen. Es ist ein wunderschönes Himmelblau mit Zitrone.
und halt kein Glimmer, sondern Schimmer. Ein wunderschönes Tönchen. Und bevor es den nicht mehr gibt, habe ich den mir halt nochmal gekauft, weil ich ja der Meinung bin, dass ich es schaffen könnte, ihn aufzubrauchen. Warum auch immer. Übrigens, Frau Umfunk, die eine Farbe, wo ich gedacht habe, mein Gott, wo kommt die denn her? Das ist eine Gratisbeigabe. Nichts von wegen habe ich für dich mitgekauft. Kriegst du wahrscheinlich trotzdem, aber ist ein Gratis-Tönchen. Und schimpft sich La Bamba. Mein Gott, wie kann man nur so doof sein? La Bamba heißt das Ding. Ja. Und der wandert natürlich so, wie er ist, zu dir. So. Und jetzt haben wir noch eine Lage. Jo. Nicht mehr ganz gefüllt, aber da haben wir einen, der schimpft sich Retro. Sieht ja nach irgendwas gräulichen, keine Ahnung was aus. Der heißt Retro. Ich sehe was Bläuliches schimmern, was Braunes. Er ist wie immer weich. So, wo packe ich dich denn hin? Ja, das muss ich alles wirklich sortieren nach Schimmer und Glimmer. So. Ja, er ist braun, aber mit ultravioletten Schimmer. Glimmer. Schimmer, Glimmer. Boah, ich bin so toll, ne? Und dementsprechend frage ich mich, da werde ich immer noch zombiehaft aussehen, aber zumindest wie ein Zombie mit Ultraviolett. Ja, ja. Und bist du nochmal? Retro, ne? Genau. Retro schimpft sich der Gute. Dann haben wir einen wieder mit polnischen Namen. Rotzwo Okolari. Wahrscheinlich lacht sich jeder Pole über mich zu Tode. Egal. Der ist rot. Ja, ich habe mich auch ein bisschen aus dem Fenster gelehnt in Beziehung meiner Wohlfühlfarben. Wie man sieht, ich habe halt auch unheimlich viel Brauntöne gekauft. Das ist wieder ein Schimmer und kein Glimmer. Und der ist jetzt nicht spektakulär, aber sehr hübsch. Was haben wir denn da noch? Hater. Oh, du bist aber schön. Goldig, silbrig, glitzig. Ein bisschen oldschool, ne? Matt mit Glitzer. Ja, ist ein bisschen oldschool mit dem Glitzerzeug drin halt, weil der glimmert irgendwann runter. Brauche ich tatsächlich mal ein Feuchttuch für die letzten. Hilfe. Echt, ey, immer diese Sturmböen, ne? Was haben wir denn noch? Mushroom. Ja, irgendwie konnte ich nicht anders. Der hieß der nur Mushroom?
eben kurz die Finger versuchen trocken zu machen. Die Wespe gibt sich auch noch hier mal eben ihr Stelldichein. Warum auch immer. Ich glaube nicht, dass du Lidschatten magst. Das ist Mushroom. Ein braun-silbrig Dingen. Ja, man sieht irgendwie die Farbfamilie, oder? Also für meine Verhältnisse ist das quasi nude. Also das, was, obwohl es ist schwachsinnig, bei mir ist eher lila nude oder silber und grau nude. Aber wenn man halt nude-Farben, dann würde ich halt, ne? Also bin ich mal gespannt, ob ich damit klarkomme. Da bin ich mir noch nicht so sicher. Dann ist wieder irgendetwas mit einem Namen, den ich absolut nicht aussprechen kann, wo ich mal eben kurz rein. Also ich würde mal sagen, es ist irgendein Purple-Ton. Irgendwas Blumiges. Das Witzige ist, wenn ich versuchen würde und zum Beispiel irgendwie Siri oder sowas benutzen würde und sage, Siri, übersetz mir doch mal bitte. Vigirka, würde er wahrscheinlich sagen, ich habe sie nicht verstanden. Ein mattes Tönchen, da weiß ich zumindest, wo ich es hinsetze. Ich möchte darauf hinweisen, ich habe vor kurzem das Waschmittel Blau benutzt. Dieses super, super intensive, ist übrigens mit einem Grauton drin, aber ne, plump. Kein Braunton, was viele lila Töne haben, sondern grau. Also ich muss wirklich sagen, ne, diese Firma macht Lidschatten nach meinem Geschmack. Da ist fast immer ein kühler Ton drin und nicht warm. Ich liebe es. Ja, jedenfalls habe ich dieses Waschmittel Blau benutzt und quasi darf man es eigentlich nur 2 mm über die Farbe halten, dann ist schon genug Farbe dran. Ja. Balanga. Auch ein Lila-Ton, bloß anders. Schön, ne? Ja, finde ich auch. Und es ist ein Schimmerton. Meine Finger sind im Moment so trocken, es ist unglaublich. Sehr hübsch. Sehr schöne Töne. Also ich habe diesmal ziemlich viele Matttöne, Grautöne dazwischen, aber das finde ich nicht schlecht. So. Das war die letzte Farbe. Die und die kommen hier rein. Und hier noch ein? Nein. Nein. So, jetzt muss ich mal eben kurz die Sachen hier wegräumen, so dass sie mir nicht weggeweht werden. So. Da muss ich später noch mal gucken, die aussortierten und doppelten. Und jetzt zeige ich euch mal eben kurz noch mal, wie das denn jetzt so in meiner Palette aussieht. Wie schon gesagt, ist noch nicht sortiert. Aber ne? Wir haben jetzt hier oben, das sind die Marvel-Farben. Der hier hat mich zu Tode erschreckt. Letztes Mal, weil das ergab schwarz mit ein ganz kleines bisschen dunkelblau.
Das sind halt teilweise die Farben, die neu dazugekommen sind und wo ich noch nicht weiß, wie ich sie einsortieren soll, weil ja, hier sind die Pearl und die Ultra Pearl Töne und da muss ich halt noch sortieren, ne? Weil hier, das sind diese Schimmertöne und hier sind viele mit Glimmer drin und das muss ich halt umsortieren, dass ich die Schimmer und die Glimmer trenne. Dann haben wir hier die offiziellen Multichroms und die für mich inoffiziellen Multichroms, die meistens, oh, ich liebe den hier, Zyklon ist auch wunderschön, was bist du denn, ein Turbo Glow schimpft sich, also ihr, ne, wenn ihr ein inoffizielles Multichrom wollt, dann guckt euch mal die Turbo Glows an und als letzte Schicht halt halt hier die vier, also drei Matte und der Matte mit dem Glimmer drin. Jetzt wisst ihr auch, warum ich das Ding gekauft habe. Ich meine, na, muss ich nichts zu sagen. Finde ich übrigens eine gute Sache. War eine gute Entscheidung, das zu kaufen. Gibt es bei Amazon für um die 25 Euro. Finde ich gut. Ich werde mir da noch irgendwelche Aufkleber drauf machen, damit ich mir merke, wo die Seite, vordere Seite ist. Und wie man sieht, ne, schon ein bisschen angepackt. Und wenn man damit arbeitet, ist es voll geschmürzt. Aber tolle Sache. Ja, und damit ist tatsächlich meine Glam Shop Bestellung durch. Wow.